Hallo und herzlich willkommen zu Börse Live. Bei mir im Studio ist jetzt Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hallo. Hallo Herr Schröder, und wir möchten auf das Realdepot schauen heute. Es hat ja sehr gut performt in letzter Zeit. Ja, es ist in der Tat schön zu sehen, dass nicht nur irgendwie mein Bauchumfang in den letzten Wochen zugelegt hat, sondern jetzt auch endlich mal das Depot. Sprich, wir sind von der letzten Woche bei 2% Depot-Performance jetzt auf 13% angestiegen. Also doch eine sehr interessante Entwicklung, gerade in der letzten Woche. Großen Anteil daran hatten zwei Nebenwerte im Depot, die relativ hoch gewichtet sind, die entsprechend erwartet gute Zahlen geliefert haben, aber auch die anderen Depotpositionen haben alle an Wert zugelegt, und ich denke, dass wir uns jetzt mal den einen oder anderen dieser Werte hier in Ruhe anschauen werden und Ziele und mögliche Stoppkurse definieren. Sehr gerne. Fangen wir doch an mit BASF. Da haben wir den 6-Monats-Chart. Seit Sommer ging es ja dann erstmal wieder ein bisschen bergab, noch unter der 200-Tage-Linie. Wie wird sie sich jetzt entwickeln, Ihrer Meinung nach? Ja, wir haben hier dieses Niveau ungefähr zum Einstieg genutzt via Hebel. Sie haben es angesprochen, die letzten Monate abwärts gerichtet der Chart. Der Grund war, Anleger, Investoren haben hier mit einer Gewinnwarnung oder einer Reduzierung der mittelfristigen Prognosen gerechnet. Die scheint jetzt nicht zu kommen. Mit den Q3-Zahlen hat BASF sich relativ optimistisch geäußert. Man sieht es hier im Chart. Es geht wieder nach oben. Um es kurz zu machen, das nächste Ziel ist hier die 200-Tage-Linie im Bereich um 78 Euro. Aber bevor ich mich jetzt wiederhole, weil es wird bei vielen Charts so sein, wichtig ist auch, dass man auf dem Weg nach oben die Stoppkurse nachzieht oder auch einmal Gewinne mitnimmt, auch wenn die mittelfristige Situation, das mittelfristige Chartbild positiv aussieht, weil an Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Und so kann es durchaus sein, dass wir uns jetzt sehr positiv zu den mittelfristigen Charts äußern, aber kurzfristig auch mal Gewinne realisieren. Was natürlich nicht heißen soll, dass wir bei der BASF direkt morgen aussteigen. Okay, alles klar. Gut zu wissen, hier haben wir nochmal den Ja, Einjahreschart. hier sieht man sehr schön, also von den Tiefs im Bereich um 66 Euro ging es jetzt durchaus dynamisch nach oben, ähnlich wie der DAX auch. Aber wie gesagt, das nächste Kursziel hier im Bereich der 200-Tage-Linie, man hat es hier gesehen, sehr wichtig, diese Trendlinie. Und dann wird man neu definieren, in welche Richtung es weitergeht. Okay, hoffen wir mal nach oben. Dann schauen wir doch mal auf Nordex, auf das Unternehmen. Das Unternehmen hat die Jahresprognose gehoben. Ist jetzt noch weiter Luft nach oben? Die letzte Entwicklung war ja sehr gut schon. Ja, man sieht es, man kann wirklich sagen, sehr gut. Wir haben hier tatsächlich erst bei knapp 15 Euro den Einstieg gewagt, auch via Hebel, weil wir waren des Öfteren, die Zuschauer wissen, es ist des Öfteren bei Nordex dabei für kurzfristige Entwicklungen im Chart. Aber Sie haben es gesagt, die Prognosen wurden noch einmal angehoben. Man sieht so mustergültige Aufwärtsbewegung vom 11 Euro im Tief im Oktober, jetzt direkter Durchmarsch bis 16 Euro. Einige Widerstände, so wie die 200-Tage-Linie, alles wie das Messer durch die Butter überwunden. Jetzt hier im Bereich um 16 Euro sind wir aus charttechnischer Sicht auf der Zielgeraden. Vielleicht gucken wir uns gleich mal den Einjahreschart an, dann sieht man es noch besser. Der Bereich um 17 Euro ist hier natürlich sehr, sehr entscheidend. Die horizontale Linie, die man hier mal einzeichnet, das dürfte hier kurzfristig das Ziel sein. Und dann aus meiner Sicht und aus charttechnischer Sicht ist erstmal spätestens dann eine Verschnaufpause zu erwarten. Vielleicht wieder ein Rücksetzer im Bereich um 16, 15 Euro. Aber mittelfristig dürfte sich diese Formation dann auch in steigende Kurse Richtung 20 Euro auflösen. Aber wie gesagt, kurzfristig an der 17-Euro-Marke am Jahreshoch erst einmal Sendepause. Okay, sehr schön. Aixtron, das Unternehmen ist weit unter der 200-Tage-Linie. Was sagen Sie da? Ja, Aixtron, man sieht es hier, ein sehr volatiler Chart. Hier, um es nochmal kurz zu erklären, gab es größere Aufträge aus China für Anlagen, Maschinen der neuesten Generation, mit denen die Kunden dramatisch viel Kosten einsparen können. Man sieht, die Aktie hat sehr, sehr dynamisch reagiert. Wir haben hier tatsächlich im Tief die Position aufgebaut, weil sich jetzt immer mehr und mehr herauskristallisiert, dass weitere Aufträge folgen. Es gab Analystenstimmen. JP Morgan hat in der vergangenen Woche Kurs hier von 16 Euro aufgerufen. Da müssten wir oben ein Loch in die Decke bohren. Sehen wir hier auf dem Chart gar nicht. So weit wollen wir gar nicht sehen. Kurzfristig, man sieht jetzt sehr schön, die Aktie nimmt auch heute Fahrt auf. 10 Euro sollten vielleicht im Tagesverlauf noch erreicht werden. Kurzfristige Kursziel hier 11,60 Euro, die 200-Tage-Linie. Und man sieht es hier in der Vergangenheit, Aixtron ist immer für eine Überraschung gut, könnte also durchaus mal schnell in den Bereich um 11,20 Euro hier nach oben laufen. Aber auch hier gilt das, was ich eingangs gesagt habe:
so schön wie alles im Moment aussieht, bei Aixtron kann es auch mal schnell gehen, dass wir wieder 10% nach unten durchrauschen. Daher werden wir hier auch sehr eng die Stoppkurse mit den steigenden Kursen nachziehen. Okay, hier haben wir nochmal den Einjahreschart. Das heißt, sieht man das Thema auch. Wir werden den Stoppkurs, wir werden jetzt hier auf jeden Fall ins Geld gehen, sprich, dass mit dieser Position im Depot keinerlei oder kein größerer Schaden mehr entstehen sollte. Und nach oben, wie gesagt, ist viel möglich, weil wir doch durchaus sehr günstiges Einstiegsniveau gefunden haben. Das klingt gut, ja. Sartorius. Ja, der nächste TechDAX-Wert. Entschuldigung, wenn ich Ihnen direkt ins Wort falle. Aber wir haben viele Charts hier, die wir vorstellen wollen. Auch hier sieht man im Oktober dramatisch nach unten durchgereicht. Die Übertreibung wurde sehr schnell wieder ausgeholt. Wir haben hier den Sprung über die 90-Euro-Marke, dieses kleine Kaufsignal genutzt, um eine Position im Depot zu hebeln. Haben gesagt, erste Ziel 94, zweite Ziel dann hier im Bereich 96, 97 Euro. Man sieht auch hier, wir sind ja im guten Weg. Klar werden die Zuschauer jetzt sagen, in dieser Phase ist es natürlich leicht, alles steigt. Ja, gut, wenn man sich die Kurszettel genau anschaut, alles steigt auch nicht. Aber hiermit sind wir sehr gut unterwegs, haben gesagt, Kursziele oberhalb der 100-Euro-Marke. Vielleicht sieht man das tatsächlich im Einjahreschart noch einmal ein bisschen besser. Sind möglich, werden zumindest von den Analysten aufgerufen. Hier haben wir einen Jahreshoch von 102,40 Euro. Hält die Dynamik an, könnte es durchaus bis in den Bereich hinaufschießen. Fundamental würde es das Unternehmen mit Sicherheit hergeben. Aber auch hier gilt, man sieht es immer wieder sehr schön. Eins, zwei, ich male hier mal so kleinere Punkte dran. Es gab halt immer wieder Kursspitzen, die dann für scharfe Rücksetzer oder zu scharfen Rücksetzern gefolgt haben. Also auch hier sind wir dabei, unseren Stoppkurs eng nachzuziehen. Also einen Rutsch unter die 200-Tage-Linie werden wir im Depot aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr erleben, auch wenn wir natürlich nicht davon ausgehen. Aber hier wird auch der Stoppkurs eng nachgezogen. Geht es wieder erwartend hier schön weiter nach oben raus, 96, 97 Euro, könnten wir nochmal, wie Anfang des Jahres gesehen, richtig Schwung in den Titel bekommen. Aber man muss abwarten, wie es sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen entwickelt. Okay, dann kommen wir mal zu Wirecard, dem Online-Bezahldienst. Leister. Das sind ja eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Jetzt ist Weihnachtsgeschäft und wird davon auch Wirecard profitieren, beziehungsweise die Aktie nochmal? Jein, also direkt ja. Eigentlich kann man sagen ja. Doch. Ja? Okay, ich würde die Frage mit ja beantworten. Kann man so sehen. Vielleicht gehen wir hier direkt auf den Jahreschart, ja, weil im Halbjahreschart haben wir jetzt hier eine schöne Hauswand, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Sprich, es ging dynamisch nach oben. Man hat gesehen, die Aktie Wochen, Monate lang knapp unter der 30-Euro-Marke konsolidiert, obwohl die fundamentale Situation eigentlich bekannt war. Analystenziele im Bereich 36, 39 Euro. Dann hat das Unternehmen Q3-Zahlen präsentiert, dann hat das Unternehmen die mittelfristigen Prognosen leicht nach oben justiert, eine weitere Kooperation mit Visa gemeldet. Eigentlich keine bahnbrechende News, aber schwuppdiwupp, man sieht, was die Charttechnik und was die 200-Tage-Linie tatsächlich auslösen kann. Wir haben ja eine regelrechte Explosion gesehen. Die Aktie ist aus dem Stand von 29 bis jetzt 34 Euro hochgelaufen. Wir haben tatsächlich hier im Bereich 29,70 Euro diesen Ausbruch vorweggenommen und sind im Depot in der Trading-Position eingestiegen. Und jetzt schauen wir uns das Szenario ganz genau an. Man sieht es hier, 34,09, 34,39 ist das Jahreshoch. Jetzt stellt sich die Frage, prallen wir an dieser Marke ab? Kommt es hier zu einem Rücksetzer? Wie weit fällt der Rücksetzer? Oder passiert das, was die Optimisten bei Wirecard erwarten? Gibt es einen Durchmarsch? Laufen wir direkt über die 34,39 hinaus? Gibt es nochmal eine Beschleunigung bis in den Bereich um 36? Ich kann einfach nur sagen, wir werden für jedes Szenario gewappnet sein. Wir werden den Stoppkurs Richtung 33 Euro nachziehen, damit ein möglicher Rücksetzer uns nicht zu viel Gewinn kostet. Und läuft die Aktie weiter hoch, sind wir weiter dabei. Alles klar, klingt nach einer guten Strategie. Ich hoffe, es wird. Jung Heinrich, das Unternehmen, die Aktie auch unter der 200-Tage-Linie. Aber kurz davor, sie zu knacken. Ja, was meinen Sie, passiert das jetzt? Ja, ich gehe fest davon aus, dass das jetzt passiert. Ich habe mich mit Analysten unterhalten, die auf Roadshow waren mit dem Unternehmen. Es gibt also wenig negative Aspekte, weder von Seiten der Konjunktur. Der Auftragseingang ist sehr positiv. Die durchschnittlichen Analystenkursziele liegen auch irgendwo hier oben Mitte 50. Ja, manchmal fragt man sich, warum ist die Aktie dann noch so günstig? Okay, jetzt sieht man, diese Unterbewertung wird abgebaut. Der Trend nimmt wieder Fahrt auf und wir werden diese 200-Tage-Linie jetzt aller Voraussicht nach in Kürze auch durchbrechen und dann neuen Fahrt aufnehmen. Also ich denke mal, bis Jahressicht, wenn wir keine größeren Rücksetzer im Marktumfeld sehen, sollte es hier noch in den Bereich um 50 Euro gehen. Alles
Schauen wir mal ganz kurz auf den Einjahreschart von Jung Heinrich. Da haben wir hier ja eine schöne Aufwärtsbewegung. Was hat die dann gestoppt erstmal? Ja, das waren jetzt die, man kann es schön ablesen, die Ukraine-Krise, die jüngste Rezessionssorgen, also eigentlich alles das, was jetzt in den fundamentalen Entwicklungen bei Jung Heinrich gar nicht wirklich eingetreten ist oder was auch nicht belastet hat. Deswegen sollten wir halt jetzt hier schnell wieder in diese Range hineinlaufen. So wie ich es gerade gesagt habe, Kurse im Bereich Mitte 50 Euro sollen also bis Jahresfrist durchaus drin sein. Vielen Dank, Herr Schröder. Wir hoffen, dass die Entwicklung weiter so positiv ist wie bisher. Oh ja. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und jetzt geht's gleich weiter mit Börse Live. Also bleiben Sie dran. Bis gleich.